Kommen Sie mit auf eine Fototour durch blühende Landschaften wie in Frankreich, wilde Naturschutzgebiete und spannende Industrielandschaften. Frühaufsteher Daniel Wirz macht den Anfang und wartet in der Eifel auf den Sonnenaufgang. Petra Müller findet inmitten der Industrieruinen in Duisburg den Frühling, auf den Nicole Weber auf dem kahlen Asten vergeblich wartet. Und Thomas Janssen ist mit Sohn Joshua auf der Bislicher Insel unterwegs. Sie und die Unser-Westen-Fotografen zeigen uns ihre Landschaftsaufnahmen aus unserem Westen. Natürlich nur die besten. Deins ist sehr dunkel, meins ist sehr hell. Ja, stimmt. Ja, das ist doch gut. Solange du deins besser findest, ist alles okay für dich. Atemberaubend schöne Landschaften stehen heute im Fokus unserer Fototour durch den Westen. Unsere Zuschauer haben uns ihre besten Fotos geschickt und wir rücken gemeinsam unsere Heimat ins beste Licht. Bitte recht freundlich, jetzt bei Hashtag Unser Westen, beliebte Foto-Hotspots. Und los geht's in der Eifel auf dem Kalvarienberg, der schönsten Erhebung in ganz Blankenheim. Der sieht der Toskana zum Verwechseln ähnlich. Machen wir also einen Ausflug in den Süden, da muss man gar nicht weit reisen. Das wäre wahrscheinlich tatsächlich eine Option, in die Eifel zu fahren, anstatt nach Italien. Für solche Bilder. Ein Kreuzweg führt von Blankenheim-Ahlendorf aus hinauf auf 523 Meter. Zur Belohnung für die Mühen gibt's einen tollen Ausblick. Das ist wirklich magisch, finde ich. Vor allen Dingen, wenn man halt zur richtigen Lichtstimmung da ist. Wirklich toll. Und die gibt's hier kurz vor Sonnenaufgang. Das ist jedenfalls für Daniel Wirz die richtige Zeit, um hier Fotos zu machen. Seit einigen Jahren schon ist der junge Mann aus Zülpich vor allem in der Eifel unterwegs und macht beeindruckend schöne Fotos von seiner Heimat. Und das natürlich bei perfekten Bedingungen. So eine Stimmung wie jetzt hatte ich selten. Also sonst immer klarer Himmel. Aber so mit dem Nebel ist halt noch was ganz anderes, wenn die Sonne dann da so durchkommt. Mega schön. Der Kalvarienberg zeigt sich uns im Licht der aufgehenden Sonne wirklich von seiner schönsten Seite. Also früh aufstehen und Fotos machen ist eine coole Geschichte. Es ist durchaus ziemlich anstrengend, dann morgens rauszukommen. Aber wenn man wach wird und merkt, hey, das wird ein toller Tag, gibt einen tollen Sonnenaufgang und ich habe vielleicht einen Platz, wo ich dann weiß, hey, da ist jetzt gerade nichts los, gibt das auch den nötigen Kick und dann ist man morgens ganz nervös und macht es dann auf dem Weg, ja. An sich genieße ich einfach hier die Ruhe und die Gelassenheit einfach der Eifel. Daniel ist Erzieher und hat selber zwei kleine Kinder. Mit der Fotografie sucht er für sich einen Ausgleich und Entspannung. Ziemlich erfolgreich. Er bebildert einen Wanderführer. Schafft er es mit dem Bild in ein Buch über die Eifel. Und macht seit 3 Jahren den Kalender für seine Heimatstadt Zülpich. Langweilig wird ihm nicht. Viele Leute denken immer, ja, immer nur Sonnenauf- und Untergang. Ist das nicht irgendwann langweilig? Nein, ist es nicht. Weil es ist immer eine andere Stimmung. So, ich kann jetzt sagen, ich war jetzt 10-mal hier und 10-mal eine andere Stimmung. Es ist immer anders. Man kann niemals das Gleiche noch mal erleben. Das geht nicht. Jedes Mal, wenn Daniel hierher kommt, entdeckt er neue Dinge. Manchmal lohnt es sich eben genau hinzugucken, weil die Natur immer Neues zu bieten hat. Und das Morgenlicht tut sein Übriges dazu. Und natürlich hat Daniel noch einen Tipp für uns parat. Es gibt natürlich in der Eifel so ein paar Dinge, die ein bisschen versteckter liegen, die vielleicht nicht jeder kennt. Und das ist zum Beispiel auch so ein uriger Wasserfall, der mit Moos bedeckt ist. Dreimühlenwasserfall, richtig? War ich auch schon mal. Mein Mann war auch erst am Fluchen. Wo gehen wir hin? Und nachher hat er gesagt, ja, gute Idee. Ist ja auch ein Naturdenkmal, von Menschenhand gemacht. Wegen einer Baustelle hat man die kalkhaltigen Zuflüsse des Aabaches hier entlang geführt. Seitdem wächst der Wasserfall jedes Jahr um fast 10 cm. Einmalig, selbst für die Eifel. Also das ist ganz mein Ding. Ja, der Wasserfall, da kann man mit Sicherheit wahnsinnig gute Fotos machen. Klar. Deswegen hat uns Daniel ja auch hierher geführt. Ich bin ja mehr so eine Aufnahme, ne? Kein Problem. Bitte sehr. Und Daniel, zufrieden mit der Fotoausbeute? Besser geht immer, aber ich denke, so an sich war es schon ein perfekter Morgen, sage ich mal, ne? So aus Fotografensicht.
Mittlerweile hat die Sonne den Nebel verdrängt, hier am Dreimühlen-Wasserfall. Und auf dem Kalvarienberg gönnt man sich nach einem ereignisreichen Tag einen guten Roten. Natürlich aus der Toskana, Entschuldigung, hier aus der Eifel. Leicht beschwipst geht's weiter auf unserer Fototour durch den Westen. Entspannung pur in der Warner Heide. Im ehemaligen Truppenübungsgelände hat sich die Natur ganz ohne schädliche Eingriffe durch die Zivilisation entwickeln können. Heute ist die Heide vor den Toren Kölns ein tolles Naherholungsgebiet. Ja, auch jetzt mit dem Nebel, das ist natürlich, geil. Also ich ärgere mich immer, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit dann morgens richtig schönen Sonnenaufgang und Nebel dann dabei habe und mir denke, verdammt, du musst zur Arbeit, du hast dein Zeug auch gerade nicht dabei und wenn, dann willst du auch richtig machen und dann verpasst du wieder. Meine Damen und Herren, wir überfliegen gerade die Warner Heide. Bitte bleiben Sie angeschnallt, bis wir unsere endgültige Parkposition auf dem Flughafen Köln-Bonn erreicht haben. Abgesehen vom Flugverkehr kann man hier ungestört wandern und ganz entspannt die Natur genießen. Am Wegesrand sind jede Menge vierbeinige Heidebewohner tagtäglich damit beschäftigt, die herrliche Heidelandschaft zu pflegen. Landwirtschaft wie zu guten alten Zeiten. Ja, bei uns gibt es das beispielsweise im Sauerland ja genauso. Man lässt halt da das Gras dann abfressen und die fressen tatsächlich nur das Gras und nicht die Heidebüsche. Und die Heide freut sich. Die Wanderer auch. Und natürlich sollte man den Fotoapparat nicht vergessen. Vor allen Dingen gegen Ende des Sommers. Dann nämlich steht die Heide in voller Blüte. Das ist einfach noch mal was ganz anderes, dann, wenn diese Heide blüht. Dann kommt man da hin und so dieses Feeling ist einfach noch mal ein bisschen anders. Wirklich schön. Wann genau ist noch gleich die beste Zeit zum Fotografieren hier in der Heide? Also es lohnt sich Ende August, September, Anfang September dahin zu fahren in die Heide. Noch schöner ist es, wenn zum Sonnenuntergang oder nach Sonnenuntergang Nebelschwaden einziehen ins Bild. Das ist der Traum eines jeden Fotografen. Ich finde, die Warner Heide ist noch mal so ein bisschen spezieller, hat so mehr sandigen Untergrund und so fotografisch ist es nicht nur für Landschaftsfotografen ganz cool, sondern auch für viele Porträt- und Hochzeitsfotografen. Also ich war mal da irgendwie samstags morgens 6 Uhr Babybauch-Shooting. Das Pärchen hatte total Bock darauf, morgens zu machen und die Sonne, die kam so schön dadurch und es war einfach schön. Nicht nur für Paare und Hochzeitsfotografen, sondern auch für Tierfotofans ist die Warner Heide eine echte Spitzenlocation. Hier trifft man immer wieder Topmodels auf 4 Pfoten. Maggie und Diva zum Beispiel. Die beiden und Frauchen Sabine haben immerhin einen eigenen Instagram-Kanal. Jetzt werdet ihr richtig berühmt, ihr zwei. Die beiden Vierbeiner machen aber auch eine gute Figur. Die Hunde. Ah, sehr cool. Ja, die waren ja auch fotogen, ne? Ich habe jetzt gerade keinen Hund, aber. Oh, lässt sich ja organisieren. Also wenn kein Hund zur Verfügung steht, dann gibt es hier in der Heide jede Menge andere farbenfrohe Einwohner, die sich gerne verewigen lassen. Hallo, ich will auch mit drauf. Mano. Und jetzt ein krasser Wechsel auf der nächsten Position unserer Fototour. Industrielandschaft ist unser nächstes Thema. Wir sind in Duisburg. Hier wird bis 1985 Stahl gekocht. Im Rahmen der internationalen Bauausstellung Emscher Park wird das Industriegelände, so groß wie Monaco, zu einem öffentlichen Freizeitpark umgestaltet. Landschaftspark ist halt ein cooler Ort, weil diese typische Ruhrpott-Romantik an vielen Stellen rauskommt. Auf der anderen Seite hat sich halt die Natur einige Bereiche wieder zurückerobert. Und da bekommst du einen ganz außergewöhnlichen Mix aus Industrieromantik und ja, tatsächlich Natur, die dann bestimmte Bereiche einfach wieder übernommen hat. Und für Fotografen jeglicher Couleur ist der Landschaftspark Nord ein Paradies. Egal ob professionelle Fotoshootings oder Klassenausflüge mit Fotoapparat. Hier findet jeder sein Motiv. Tagsüber die Natur, wie sie sich das Ganze zurückerobert, ist schon interessant. Das finden auch die Unser Westen-Fotografen. Für die meisten ist die Industrienatur hier im Landschaftspark ein großes Thema.
Dieses Foto stammt von einer Fotografin aus Duisburg, mit der wir uns hier verabredet haben. Also ich habe ja hier eigentlich mit dem Fotografieren erst richtig angefangen, nachdem mich ein Duisburger Fotograf angeschrieben hat auf Instagram und gefragt hat, ob ich Lust habe auf einen Fotowalk. Ja, und dann haben wir uns hier getroffen und seitdem bin ich total verliebt in den Landschaftspark, weil es hier halt so viele Möglichkeiten gibt und immer wieder neue Motive. Jetzt gerade im Frühling natürlich mit den Blumen. Das ist schon, ja, ich mag das einfach hier. Auf Instagram heißt Petra Müller Karl Blechen. Frei nach dem Namen eines Landschaftsmalers aus dem 18. Jahrhundert. Man kann hier die absolute Ruhe finden, wenn man sich ein bisschen abseits bewegt, in der Natur hier hinten. Oder halt hier die Industrie hinter mir. Das ist immer was anderes. Petra kümmert sich gerne um Details. Geht nah ran. Verliert den Hintergrund an die Unschärfe. Und das mit einer relativ einfachen Kamera und nur einem Standardobjektiv. Die Art und Weise, wie ich fotografiere, erlaubt es eigentlich, dass ich so eine Kamera auch benutze. Ich muss nicht unbedingt technisch die bestmögliche Kamera haben, um meine Fotos rauszukriegen. Die beste Kamera ist immer die, die man dabei hat. Und mit der macht sich Petra ihr ganz eigenes Bild vom Landschaftspark Nord in Duisburg. Petra hat eine coole Geschichte mit ihrer Kamera, aber die erzählt sie euch am besten, denke ich, selber. Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ein Freund von mir hat diese Kamera in Heidelberg auf einer Parkbank gefunden und hat die gesichert. Ist zum Fundbüro gegangen, hat die abgegeben und anderthalb Jahre später durfte er sie wieder abholen. Und da er nichts mit Fotografie am Hut hat, hat er mich gefragt, ob ich die ausgeliehen haben möchte, bis wir den Besitzer finden. Und seitdem fotografiere ich mit der Kamera und ich hoffe ja immer noch, dass wir irgendwann den Besitzer wiederfinden. Geil. Ja, lustige Geschichte. Und eine, die zu einem kleinen Erfolg geführt hat. Die Bilder der gelernten Mediengestalterin finden Anklang auch in der Kulturszene. Ab und zu habe ich mal eine Ausstellung, aktuell ja gerade in der Kubus Kunsthalle. Und in Mörs vom Kunstverein, die haben auch eine Ausstellung mit mir organisiert, bin ich sehr dankbar. Ja, und ich verkaufe die dann natürlich auch, wenn die gewollt werden. Nicht ins Netz hochgeladen, sondern klassisch ausgedruckt und an die Wand gehängt. Künstler aus der Region präsentieren ihre Werke. Es ist auf jeden Fall so, dass ein Bild eine ganz andere Wirkung hat, wenn du es physikalisch mal in der Hand hast oder vor dir siehst, als wenn du es nur auf dem Bildschirm siehst. Ne? Das wählt man auch, glaube ich, noch mal bewusster aus. So ein Bild, was man sich aufhängt, als ein Bild, was man zum Beispiel bei Instagram hochlädt. Zurück zum Landschaftspark. Hier ist es mittlerweile dunkel geworden. Dann wird der Landschaftspark zum Hotspot. In normalen Zeiten kann man hier einen entspannten Abend verbringen. Im Open-Air-Kino zum Beispiel. Lustige Geschichte. Ich habe damals meiner Frau einen Heiratsantrag gemacht beim Sommerkino im Landschaftspark. Und hat sie ja gesagt? Ja, sonst hätte ich da ziemlich doof ausgesehen am Tag. Nein, also natürlich hat sie ja gesagt. Und klassische Programm mit Kniefall und so weiter und so fort. Das ist aber auch eine Location zum Niederknien. Jeden Abend wird der Landschaftspark in buntes Licht getaucht. Der britische Künstler Jonathan Parker hat diese Installation entwickelt. Das ist natürlich perfekt, wenn er so durchdacht ist. Natürlich hat da auch wahrscheinlich jemand an die Fotografen gedacht. Und ja, finde ich mega cool, dass es so beleuchtet halt ist. Ne? Ein Angebot, das die unser besten Fotografen liebend gerne annehmen. Vielen Dank für diese tollen Bilder. Petra ist selbstverständlich auch wieder unterwegs, mittendrin in ihrem Lieblings-Foto-Hotspot. Und wir machen uns derweil auf zum nächsten Halt auf unserer Tour und bleiben in Duisburg. Nach der langen Nacht im Landschaftspark gönnen wir uns erstmal eine kleine Pause. Mitten im Pott, mitten in Duisburg. Bei Duisburg wundert man sich oft. Ich arbeite ja selber in Duisburg und arbeite da auch mehr oder weniger mitten in der Industrie. Kleine grüne Oasen hast du dann teilweise mittendrin, einfach am Rhein entlang, wo du dann Wiesen hast, wo die Leute sitzen, sich treffen oder sich auch einfach nur den Rhein oder die Brücken angucken. Der Rheinpark in Duisburg-Hochfeld liegt an einem geschichtsträchtigen Ort. Zwischen der Eisenbahnbrücke und der Brücke der Solidarität, einem Symbol für den härtesten Arbeitskampf der Nachkriegszeit.
Ja, wenn man gerade die Brücke der Solidarität nimmt, natürlich auch ein bisschen ergreifend, ne? Gerade für Rheinhausen, Duisburg, da war ja 1987 auch ganz schön was los, ne? 6000 Kruppianer gehen auf die Straße, wehren sich gegen die Schließung ihres Werks. 160 Tage brodelt es hier im Revier. Die Kumpel geben der Brücke ihren Namen. Sie wird zum Mahnmal für eine verlorene Schlacht. Heute ist im Schatten der Brücke Freizeit angesagt. Hier ist eine spannende Landschaft entstanden aus Industrieruine, Skaterpark und Liegewiese. Rheinpark, da bin ich ja richtig gerne. Da kann man ganz, ganz viel fotografieren. Und dann die Stadt Duisburg hat das ziemlich gut geregelt mit der Natur und den alten Betonteilen, die da noch rumstehen. Und dass die beim Rumstehen eine ziemlich gute Figur machen, finden jedenfalls die Zuschauer und Zuschauerinnen, die uns ihre Fotos vom Rheinpark geschickt haben. Musik. 2009 gibt die Stadt die Betonmauern frei. Graffiti-Künstler gestalten das Gemäuer. Industriekultur vom Feinsten. Bunt, schrill, aufregend. Zum Fotografieren mega, würde ich sagen. Ein paar Kostproben gefällig? Mich würde es reizen mit den Graffitis, aber ich stehe dann doch eher auf die Natur. Liegt vielleicht daran, weil man so viel Natur um sich zu Hause herum hat. Na dann? Schließen wir dieses Kapitel und machen uns auf ins Sauerland, die Heimat von Nicole. Wir beginnen unsere Fototour mit einer Wanderung. Rauf zum nächsten Foto-Hotspot auf unserer Reise, dem Kahlen Asten. Hier oben steht die bekannteste Wetterstation auf dem höchsten Punkt in NRW, dem Astenturm. Von hier oben hat man einen fantastischen Blick über das Sauerland. Die ganzen Wolken und ja, sicher. Und der Nebel, das ist für einen Fotografen auch spannend, klar. Das war ja immer der kälteste Ort dann, ne, auf der Karte beim Wetter-WDR. Ne? Schon 1918 hat man hier auf dem Kahlen Asten eine Wetterstation gebaut. Schon damals war der Astenturm ein Touristenmagnet. Also ich kann mich sogar noch erinnern, dass sogar, glaube ich, mal mein Opa davon gesagt hat, ja, na, da war er schon mal. Ne? Das ist so. Also man kennt es halt irgendwie so aus Kindheitstagen. Hier oben treffen wir Nicole Weber. Sie kennt den Asten schon von Kindesbeinen an. Sie arbeitet bei einem Telefonanbieter und hat vor 12 Jahren die Landschaftsfotografie für sich entdeckt. Zum einen ist der kahle Asten, ja wie der Name schon sagt, sehr kahl. Aber man kann hier wirklich sehr gut das Wetter fotografieren. Und man kann hier wirklich zu jeder Jahreszeit ja, besondere Lichtstimmungen erleben. Wo man dann wirklich, das ist nie gleich. Und die Landschaft hier oben ist geprägt durch die extremen Wetterbedingungen. Durch das Extreme sind ja die Bäume da oben auch sehr markant. Es gibt Bäume, wenn man die bei Instagram zeigt, da sagt jeder dann, wer es kennt, ich weiß, wo es ist, welcher Baum das ist, weil die wirklich markant sind durch das Wetter. Hier auf dem zugegebenermaßen sehr kahlen Asten ist gerade der letzte Schnee geschmolzen. Platz für den Frühling. Im Frühling passiert hier nicht sehr viel, außer dass halt ein paar Buschwindröschen anfangen zu blühen. Sehr schön ist es im Sommer, zum Ende des Sommers, wenn die Heide anfängt zu blühen. Dann sind hier auch sehr viele Leute unterwegs, gucken halt dann hier nach den Blaubeeren. Die Schafe kommen dann hier vorbei, damit die dann den Asten kahl fressen, weil die Heide muss gepflegt werden. Eine Reise zum Kahlen Asten finde ich auf jeden Fall cool, wäre auf jeden Fall eine Tour wert. Habe ich aber noch nie angepeilt, muss ich zugeben. Wenn ich mir aber gerade das Gebirge dann da angucke, ist das der perfekte Ort für Landschaftsfotografie. Schön, wenn man vor Ort ist. Dann kann man zu jeder Jahreszeit solche fantastischen Fotos machen. Der Winter, das ist meine Lieblingsjahreszeit. Da ist es hier natürlich nie, dass man den Asten strahlend Sonnenschein hat oder selten. Das sind wirklich Glücksmomente. Ja, das war gut. Es gibt sie, diese Tage hier oben auf dem Asten.
Von Oktober bis April kann hier oben der Schnee in der Sonne glänzen und den ansonsten kahlen Asten in ein Winter Wonderland verwandeln. Sonst guckst du im Winter auf den Baum, ohne Blätter, hast du die schwarzen Äste, sieht tot aus und auf einmal kommt da wieder Leben rein. Das ist cool. Besser geht's eigentlich nicht, wenn man den Winter fotografieren will. Nicole liebt es, im Winter auf den kahlen Asten zu kommen und mit dem Licht und dem Schnee zu spielen. Auch dann, wenn die Sonne mal nicht scheint. Das ist doch auch eins von dir, oder? Das ist meins, ja. Weil ich mag es dann auch mal minimalistisch und durch den Nebel hat man diese Möglichkeit, das dann auch tatsächlich so darzustellen. Das ist die richtige Stimmung und das versucht man da einzufangen. Noch ein paar Winterimpressionen vom kahlen Asten gefällig? Hier die Fotos unserer Zuschauer. Was für ein wunderbarer Ort. Klar, der kahle Asten an sich ist so eine große Erhebung, aber ich mag das dann lieber, wenn dann irgendwie so Felsen sind und Steine und ja, ist halt irgendwie fotografisch vielleicht auch nochmal ein bisschen ansprechender. Nur für dich, Daniel, nimmt Nicole uns jetzt mit. Sie hat noch einen Tipp für eine Top-Foto-Location oder einfach nur einen Ausflug. Also da würde ich, glaube ich, auch mal gerne hinfahren zum Fotografieren. Das ist eine alte Wallburg und das heißt, ist als man die Sage nach, dass der Teufel die Steine darauf gezogen hat. Der Teufel? Das macht die Sache ja noch interessanter. Na, dann machen wir uns auf den Weg. Vom kahlen Asten geht's über den Rothaarsteig zu den mystischen Bruchhauser Steinen. Immerhin das erste nationale Naturmonument in unserem Westen. Kulturhistoriker vermuten zwischen den vier Felsen eine Kultstätte aus vorchristlichen Zeiten. Das letzte Stück hoch hinauf zum Gipfelkreuz auf dem Feldstein geht steil bergauf. Aber die Mühe lohnt sich. Klar sind das nicht die Dolomiten, aber ja, so ein bisschen Feeling kommt dann schon rüber, wenn man so diese nackten Steine dann hat, ne, wo man so ein bisschen drüber kraxeln muss und hat oben dann das Gipfelkreuz. Und, also das ist vielleicht für mich auch ein bisschen mehr Urlaub und vielleicht auch ein bisschen mehr Abenteuer. Von hier oben hat man einen fantastischen Ausblick. Ein ganz besonderer Hotspot für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen. Und auch Nicole fotografiert von hier oben aus gerne die Landschaft. Ja, anhand der Ketten kann man da sofort wissen, wo man da ist. Das ist so ein Wiedererkennungsmerkmal auf den Bruchhauser Steinen. Sie kommt regelmäßig hierauf, auf die Steine mit den Ketten. Das ist einer meiner Lieblingsplätze hier oben, egal ob zum Sonnenuntergang oder auch zum Mondaufgang wie heute. Heute haben wir natürlich Vollmond. Und das finde ich besonders schön. Ja, ich sag ja, man weiß nicht, was man zuerst fotografieren soll. Sonne oder Mond? Wir haben uns entschieden für die Sonne. In der Abendstimmung machen wir uns auf den Weg zu Station 6 auf unserer Reise. Anflug zum nächsten Foto-Hotspot. Achtung, wir setzen an zur Landung. Müssen wir eben helfen, wo wir gerade sind. Wir sind im Naturschutzgebiet Zwilbrocker Fenn, nahe der holländischen Grenze im Münsterland. Das ehemalige Moorgebiet ist Vogelschutzgebiet der Extraklasse und die Heimat von rund 60 Vogelarten. Also ist ja auch mal was anderes, ne? Dass du hier mal wirklich bunte Vögel in Nordrhein-Westfalen siehst, die so schön strahlen in der Sonne. Ich meine, gut, wir haben auch schöne bunte Vögel, aber nicht in der Größe, ne? Die großen Vögel, die hier Farbe ins Spiel bringen, sind waschechte Flamingos. Zwischen 40 und 50 Exemplare finden sich hier im Frühjahr ein und bleiben bis zum späten Herbst. Ich finde das krass, dass da so Flamingos überdauern bis zum Winter. Ne? Das finde ich so. Das sind ja eigentlich so Tiere, die sieht man ja sonst nur im Zoo. Die Flamingos hier im Zwilbrocker Fenn sind vermutlich Flüchtlinge aus Tierparks und Zoos. 6 verschiedene Flamingo-Arten kennt man weltweit. 4 von ihnen kann man hier beobachten. Sie finden hier auf der Insel einen idealen Lebensraum. Hier leben sie unter ständiger Aufsicht der biologischen Station und beobachtet von zahlreichen Naturliebhabern und Fotografen.
Das finde ich halt schon cool, wenn man die Chance hat, auch hier in Nordrhein-Westfalen Flamingos zu fotografieren. Ich war gerade im Zwillrocker Fan da, ja, war aber etwas enttäuscht. Also ich hatte zumindest das Gefühl, man hat Suchbild mit Flamingos. Ja, man muss schon genau hin fotografieren. Und um solche Bilder zu machen, muss man zur Not das notwendige Material am Start haben. Boah, da ist natürlich 500 mm Objektiv, da bist du natürlich in einer Preisklasse. Ne? Das, ja, gut, da kriegst du ja fast einen Kleinbank für. Oder musst du halt mieten, kannst ja auch mieten oder leihen für den Tag. Ne? Unsere Zuschauerin und Naturfotografin Ellen Vantia hat uns diese fantastischen Fotos geschickt. Vor einem Jahr hat sie sich keinen Kleinwagen, sondern ein Teleobjektiv gegönnt. Seitdem hat sie das Fieber gepackt. Ja, tolle Fotos auf jeden Fall. Und die Flamingos fühlen sich hier bei uns offensichtlich sehr wohl. Womit sichergestellt ist, dass auch zukünftige Generationen auf einem Bein Modell stehen. Die sehen aus, als würden sie hinken, aber die laufen offensichtlich alle so. Aller Anfang ist halt schwer. Jetzt ist Halbzeit auf unserer Fototour durch den Westen. Und es ist Blütezeit in NRW. Die Landschaft lebt, das Land voller Farben. Rot strahlt der Klatschmohn in den Feldern. Gelb leuchtet die Goldrute über das Land. Weiß plustert sich der Löwenzahn auf. Blau bis lila blühen die Kornblumen. Und einen Duft von Süden verleiht der Landschaft der Lavendel. Ich finde den Duft von Lavendel, finde ich beispielsweise, mega schön. Also da würde ich auf jeden Fall alles für stehen und liegen lassen. Ach so, ich dachte, der ist dafür da, um die Motten zu vertreiben. Ja und? Der riecht doch trotzdem gut. Ich habe einen riesen Lavendel im Garten, also richtig riesig groß. Und da sind Hummeln ohne Ende dran und Bienen ohne Ende. Ich finde das toll. Wie ein Lavendel. Dann komm mal mit nach Frohnhausen in der Nähe von Detmold. Lavendel, soweit das Auge reicht. Naja, fast. Die kennt man eigentlich nur aus Frankreich. Da gibt es ja auch so ein paar Stellen, wo ja jedes Jahr tausende Fotografen hinpilgern, nur für diese Bilder, die man da machen kann. Die Felder sind aber nicht nur für die Fototouristen angelegt worden. Die 150.000 Lavendelpflanzen hier bei Detmold liefern seit 2014 den Rohstoff für eine Naturduftmanufaktur im Lipperland. Riecht nicht nur gut, sieht auch gut aus. Ich will dieses Jahr zu den Lavendelfeldern tatsächlich noch mal wieder hin, weil ich den Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang da fotografieren möchte. Sowas? Oder vielleicht sowas? Ja, zum Beispiel. Sowas hätte ich da gerne. Vielen Dank an die Unser-Westen-Fotografen für diese wunderschönen Fotos. Sieht fast aus wie in Frankreich. Sag ich doch. Wenn man das so fotografiert, sieht das aus wie in der Provence, ganz einfach. Für kurze Zeit ist es hier in Ostwestfalen genauso entspannt. Bis die Messer gewetzt werden und die Ernte ansteht. Also zu den Lavendelfeldern, wenn man da tatsächlich die Blüte miterleben möchte, muss man Ende Juni, Anfang Juli da gewesen sein, weil das nach dem 10. Juli abgeerntet wird. Für den nächsten Besuch tragen Sie sich den Termin also schon mal ein in Ihren Lavendelkalender. Zurück nach Deutschland, nach NRW und an den Niederrhein. Hier finden wir den nächsten Fotohotspot auf unserer Reise. Anflug auf die Bisslicher Insel. Ups, jetzt haben wir schon wieder die Vögel aufgescheucht. Hier in einer der wenigen naturnahen Auenlandschaften Deutschlands haben wir jetzt ein bisschen Ruhe und treffen Thomas Jansen und seinen Sohn Joshua. Hier sind wir gerne unterwegs, weil es um die Ecke liegt. Ne? Du hast ja halt eine schöne Landschaft, du kannst hier verschiedene schöne Tiere sehen. Hier ist einfach ein toller Ort, um sich niederzulassen, hinzusetzen und dann mal ein bisschen auszuspannen, abzuschalten. Ne? Der Ingenieur hat die Bisslicher Insel zu jeder Jahreszeit vor der Linse seiner Drohne. Und wann immer er kann, nimmt er seine Söhne mit auf die Fototour. Heute ist Joshua mit dabei. Stimmt da was? Ja. Wo, da vorne? Ja, da ist gerade was durchs Wasser gefallen. Ehrlich? Warte mir ganz. Ist das hier vorne schon irgendwas drauf? Ups, hast du ausgemacht? Nee. Alter, hast du unscharf gekriegt?
gut gemacht. Also ich habe Zeit, wirklich die Möglichkeit, mit meinen Jungs zu unternehmen und trotzdem irgendwie abzuschalten. Gerade als Papa ist das manchmal schwierig, wenn du zwei Jungs hast, 6 und 8. Die wollen halt immer Aufmerksamkeit haben. Und dann gleichzeitig irgendwie selber ein bisschen runterzukommen und irgendwas für sich dann machen zu können, ist durchaus schwierig. Deswegen ist das nicht ganz uneigennützig, wenn die beiden dann mit dabei sind. Ne? Den Jungs macht das meistens Spaß, dabei zu sein. Oder macht den Spaß, dabei zu sein. Probieren sich selber aus, spielen ein bisschen, lernen was Neues und wir sind an der frischen Luft. Super. Finde ich gut. Ne? So entlastet man vielleicht auch ein bisschen die Frau, indem man seine Kinder irgendwohin mitnimmt. Blende 8. Hier. Sonne lacht, nimmst du Blende 8. Und der andere Spruch heißt, Schärfe gibt's beim Inder. Ja. Los geht's. Jetzt werden Fotos gemacht. Eins von Thomas und eins von Joshua. Der stiehlt dem Papa gerade die Show, ne? Genau, das hier hat der kleine Mann an seinem 8. Geburtstag gemacht. Ach, das ja! Das war, glaube ich, so mein erstes Foto. Ja, war super, ne? Das ist der neue Starfotograf, auf jeden Fall. Kein Wunder bei dem Vorbild. Papa Thomas fotografiert seinen Lieblingsfoto-Hotspot seit vielen Jahren. Jetzt wächst die Konkurrenz heran. Interessiert ihn nicht, ne? Nee. Habe ich mir gedacht. Hand aufs Herz, manchmal ist das so, du denkst dir, warum fotografiert er das jetzt? Was soll das für ein Foto werden? Und dann hast du immer wieder so einen Treffer dabei, wo du denkst, ey, cool, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Ne? Das inspiriert halt durchaus, dass du dann siehst, die Kinder gehen komplett unvoreingenommen daran, die sind viel schneller mit dem Kopf dabei, beziehungsweise mit dem Kopf so frei, einfach Sachen ausprobieren zu können. Und wenn du halt deinen normalen Arbeitsalltag hast, dann hast du manchmal so viel im Ohren, dass du viel länger brauchst, um runterzukommen. Danke. Ah, das ist dein Neues? Ja. Das ist witzig, ne? Ja, da hat der Spaß, ne? Und mit Papas Tele wird aus Joshua vielleicht auch mal ein großer Tierfotograf. Hier auf der Wisslicher Insel machen unsere Zuschauer und Zuschauerinnen nicht nur Landschaftsfotos, sondern widmen sich auch dem Federvieh im Naturschutzgebiet, das den Unser-Westen-Fotografen viele tolle Motive bietet. Ein wahres Mekka für Naturfotografen. Einer von ihnen? Hans Glader, ein Naturfotograf aus Isselburg. Kollegen mit der Kanone da unterwegs, mit dem Riesenobjektiv. Naja, das braucht man aber auch, wenn man Fotos wie diese machen will. Hans Glader wählt längere Belichtungszeiten und schafft so fantastische Aufnahmen. Ja, weil das Bild lebt von der Bewegung. Und ich finde es halt wirklich toll, wenn man dann die Bewegung in irgendeiner Form einfangen kann. Weil scharf kann fast jeder. Seit 2018 sind hier Seeadler zu Hause. Ein gefundenes Fressen für Naturfotografen. Viecher merken das, wenn die Adler Kohldampf haben. Dann merkst du hauptsächlich morgens, ne? Wenn die losfliegen, scheiße, die gehen frühstücken. Dann machen sich die anderen Vögel aus dem Staub. Wenn die Vogelfans dann den Beobachtungsposten geräumt haben, beziehen unsere beiden Landschaftsfotografen Stellung. In der Regel ist das eher ein Platz für Ornithologen, weil du hier halt sehr viele verschiedene Vogelarten hast und jetzt gerade eben ist die Zeit halt sehr, sehr günstig und glücklich, weil du hier aus der Hütte raus jetzt einfach den Blick auf den Sonnenuntergang hast. Und je nach Jahreszeit ändert sich das halt. Ne? Und wieder gibt Joshua sein Bestes. Nein. Wer macht wohl das spannendere Foto? Bei uns ist sehr dunkel, meins ist sehr hell. Mhm. Ja, stimmt. Meins ist sehr schön, aber. Ja, das ist doch gut. Solange du deins besser findest, ist alles okay für dich. Diese Etappe unserer Tour endet mit einem fantastischen Sonnenuntergang am Niederrhein. Und bevor wir das Bergische Land vergessen, schnell noch mal zur Wupper. Folgen wir ihrem Lauf. Dann kommen wir zu dem Foto-Hotspot, der für das Bergische Land steht wie kein zweiter. Der Wipperkotten in der Nähe von Solingen. Ein Ort voller Geschichte, der zu jeder Jahreszeit ein tolles Motiv abgibt. Die Unser-Westen-Fotografen lieben diese Location. Viele fahren dahin, wissen vielleicht auch gar nicht, was da mal gemacht wird. Ich finde so eine Geschichte dahinter finde ich auch immer spannend dann, ne? Das Wasser der Wupper versorgt die Gegend hier mit Energie, treibt die Mühlräder an
und bringt die Maschinen der Messerschleifer Anfang des letzten Jahrhunderts in Bewegung. Von früh bis spät hat man hier die berühmten Solinger Klingen geschliffen. Echte Handarbeit. Heute ist der Wipperkotten ein Museum, in dem man auch heute noch einem Messerschleifer über die Schulter schauen kann. Man kann in den Museen, finde ich, immer sehr viel erfahren. Und das finde ich wirklich spannend, wie es früher war. Weil es war früher doch wirklich Knochenarbeit. Da würde ich auf jeden Fall ziemlich gute Nahaufnahmen hinkriegen. Und zwar würde ich die ganzen Messer und die Scheren, glaube ich, von ganz, ganz nah, wahrscheinlich in Schwarz-Weiß fotografieren. Können die anderen das Wehr und das Haus fotografieren? Das machen schon die Unser-Westen-Fotografen. Was für stimmungsvolle Bilder. Ich finde es halt einfach schön. Du hast halt den Fluss, Fachwerk, Sonnenuntergang. Das ist Postkartenmotiv, wie es im Buch steht, klar. Und genauso stellt man sich das Bergische Land natürlich auch vor. Na dann, schnell noch einen Blick auf den Kotten werfen. Und weiter geht's in die Eifel. Anflug auf den nächsten Foto-Hotspot. Aus dieser Perspektive ist nicht ganz einfach auszumachen, wo wir sind. Aus der Vogelperspektive geht es schon leichter. Wir sind im Hohen Venn an der deutsch-belgischen Grenze. Das ist natürlich ein absolutes Paradies für Fotografen, ne? Da hast du ja Spiegelungen ohne Ende. Und die machen sich unsere Fotografenfreunde natürlich gerne zunutze. Ich würde da auch ganz schön viele Bilder machen. Allein schon, also die Spiegelung, die kannst du ja bei jeder Tageszeit irgendwie einbringen, von jeder Seite, je nachdem, wie die Sonne gerade steht. Ja, das hat was, doch. Wasser ist hier im Hohen Venn ein großes Thema. Das Hochmoor speichert Abermilliarden Liter Regenwasser. Und das speist ein gutes Dutzend Flüsse, in Belgien und auch in der Eifel. Bevor ich mit der Fotografie angefangen habe, wusste ich auch nicht, dass da der Ursprung der Ruhr ist. Aber im Prinzip hätte man sich das ja auch irgendwie denken können, ne? Dass da so die Ruhr entspringt. Wenn man mit der Kamera unterwegs ist, lernt man eben immer was dazu. Nicht nur in Sachen Fotografie. Das Hohe Venn ist ein Hochmoor auf 500 Metern Höhe. Früher hat man hier Torf gestochen. Viele Leben hat das Moor verschlungen. Heute bringen die Holzpfade die Wanderer sicher und trockenen Fußes durch das Moor. Denn an manchen Stellen lauert immer noch Gefahr. Hier ist der letzte Schritt. Wir sehen, wie es da schwankt und schwabbert. Okay, Respekt. Sobald ich mein Bein hier kräftig belaste, bin ich weg. Dann sollte man wissen, was man macht, ne? Goldene Regel im Moor, immer auf den Wegen bleiben. Auf den Wegen bleiben, genau. Das ist manchmal eh sinnvoll. Die Wege hier im Hohen Venn sind zum großen Teil aus Holz und ziehen sich quer durch das Hochmoor. Der Weg ist das Ziel. Jedenfalls für die Fotografen aus unserem Westen. Die nutzen gerne die Holzstege für ihre Fotos. Denn die geben der Landschaft eine spannende Struktur. Wie diese Fotos unserer Zuschauer beweisen. Hohes Venn ist auch sehr mystisch. Jedes Mal, wenn man da ist, ist eine andere Stimmung. Leider bin ich nie ins Hohe Venn rein. Wäre aber tatsächlich was für die To-Do-Liste. Also nichts wie hin ins Hohe Venn. Auf der belgischen Seite in der Nähe von Mefferscheid gibt es einen wunderbaren Park mit 100-jährigen Bäumen. 1912 gepflanzt, ragen sie heute schier endlos in den Himmel. Und mittendrin der Drachenpfad rund um einen Holzskulpturenpark, dem dieser Holzscheibenriese seinen Namen gegeben hat. Wenn das nicht ein echter Foto-Hotspot ist, nur so als Tipp. Und ein Foto-Hotspot fehlt uns noch auf unserer Tour. Und die endet hier im Siebengebirge, dem ersten Naturschutzgebiet bei uns im Westen. Und Achtung, den Blitz nicht vergessen. Denn heute ziehen Nebelschwaden durch die Sieven, also die Täler, die dem Siebengebirge möglicherweise den Namen gegeben haben. Sagenumwoben und von Menschenhand fast unberührt erhebt sich das Siebengebirge nördlich von Bonn über den Rhein. Hier auf dem Fluss ist der Fotokünstler Helmut Reinelt unterwegs, mit einer ganz eigenen Idee, die Landschaft zu zeigen. Ich finde es einfach spannend zu sehen,
wie es in so einer Art parallelem Universum hier aussehen würde, wenn wir einfach nicht da wären zum Beispiel und wie die Natur an sich da wäre. Und ich finde, man bekommt dadurch einen ganz anderen Blick auf die Landschaft, auf die Gegend, in der wir leben. Diese Schilder, diese Hinweisschilder für die Schiffe angebracht, das muss natürlich weg. Also ran an die Nachbearbeitung. Ich kann das schon gut nachvollziehen, dass man dann versucht, gerne mal so ein Schild oder so wegzukriegen aus der Landschaft. Du hast dann ein wunderschönes Panorama und eine schöne Ecke und mittendrin hast du ein rot-weißes Schild oder ein blaues oder sonst was. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Dass man mal sagt, man probiert es mal aus, wenn man es kann. Na, oben der Drachenfels, ne, das geht, der ist ja ohne uns nicht da. Der muss natürlich auch dann irgendwie weg. Oh Gott, der hat den Drachenfels wegretuschiert. Mutig, würde ich sagen. Vorher, nachher. Ich würde den Drachenfels nicht wegmachen. Weil der Drachenfels gehört einfach dahin, ins Siebengebirge. Und muss man auch, glaube ich, mal gewesen sein. Ich selber war noch nicht da. Wie bitte? Na dann komm mal mit. Der Drachenfels ist immerhin der Touristen-Hotspot hier im Rheinland. Und die Menschen haben schon immer keine Kosten und Mühen gescheut, um darauf zu kommen. Und natürlich mussten auch in Schwarz-Weiß-Zeiten Erinnerungsfotos her. Lorenz Hee. Ein Foto hier, die Herrschaften, so alle zusammen in ihrem Flugzeug, Eselchen. Seht euch mal die Bilder an hier. Dann können Sie nachher die Bilder schon mitnehmen am Rückweg. So, Sie auch. So, schauen Sie jetzt alle schön freundlich hier rüber. Hallo. Ja. Der Pilot, bitte Sacke. Klebt bitte und Sie mit der, Brille auch, bitte. So. Und das ist doch eine super Foto. Ja, früher war Instagram so. Man hat versucht, alles irgendwie in Szene zu setzen, egal wie. Coole Idee aber. Würde wahrscheinlich heute auch wieder gehen. Klar, guck mal hier. Ja. Und wenn auf dem Drachenfels zu viel Betrieb ist, haben wir einen anderen Tipp im Siebengebirge. Der Löwenburg, der zweithöchste Berg im Siebengebirge mit gleichnamiger Burgruine. Dieser Foto-Hotspot ist nur zu Fuß zu erreichen. Und hier treffen wir Raffi Salih, der auf YouTube seine Leidenschaft für Landschaftsfotografie teilt. Eine richtig gute Aussicht. Schaut euch das mal ganz an. Richtig gut. Wow. Das ist ja echt unglaublich. Was für ein Ausblick. 455 Meter hoch über dem Rhein. Und Raffi hat eine Idee. So Leute, ich habe auch was richtiges Interessantes zum Fotografieren. Wenn man hier auf dem Löwenberg hochkommt, dann fällt direkt dieser Baum auf, der hier so schön mittig positioniert ist. Und diesen Baum werde ich fotografieren. Finde ich cool, ein sehr lustiger Typ. Witzig, sympathisch. Und ein wirklich guter Landschaftsfotograf. Das Bild sieht gut aus. Das wird mir auch gefallen. Aber diesen Aufwand mit 20 Sekunden Vorauslösung, ich hätte Angst, dass ich stürze. Naja, ein bisschen Einsatz muss man schon mitbringen. Immerhin reden wir hier von dem Baum im Siebengebirge. Er ist das Motiv hier. Nicht nur für die Unser-Westen-Fotografen. Hier kann jeder ein Top-Erinnerungsfoto schießen. Ist gar nicht so schwer. Nehmt euch einfach irgendwas, was Bilder macht, geht raus, überwindet vielleicht auch euren inneren Schweinehund, geht auch mal zu den unmöglichsten Zeiten irgendwo hin und nicht irgendwie nur mittags zu den Spots, sondern versucht auch einfach mal zu anderen Uhrzeiten da zu sein. Und geh raus und mach. Und wenn man Glück hat, dann hat man den Spot ganz für sich allein und kann einfach nur genießen, wie schön unser Westen ist. Welches Reiseziel würden Sie gerne mal in unserem Kanal sehen? Schreiben Sie das gerne in die Kommentare. Und damit Sie keines unserer Videos verpassen, abonnieren Sie unseren YouTube-Channel und aktivieren Sie die Glocke. Dann bekommen Sie nämlich immer eine Nachricht, wenn wir ein neues Video posten. Vielen Dank fürs Zuschauen.